Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Was ist denn Citizen Science? Methode zu designen, Daten zu sammeln, Daten zu analysieren, zu interpretieren. Überfahrene Tiere mit der Bevölkerung gemeinsam kartiert haben. Bürgerinnen und Bürger können zum Beispiel dabei helfen, eine Forschungsfrage zu entwickeln. Was kann man dagegen tun, gegen diese überfahrenen Tiere? Oder wieso stellt man sich diese Frage überhaupt? Diese Motivation, da etwas zu tun, mehr herauszufinden. Wohin sollen sie sich wenden? Was sollen sie in der Internetsuchmaschine eingeben? Ein Portal sein, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger informieren können. Wie kann man als einzelner Forscher eigentlich nicht ständig abfahren, um diese Tiere zu kartieren? Andere weichen aus, sagen, oje, oje, totes Tier, ich weiche aus, schau, dass ich nicht drüber fahre und die Sache ist erledigt. Mir die Themen bzw. die Ideen ausgehen. Die Bevölkerung um Hilfe bittet in der Datensammlung. Blog-Einträge, die es da gibt, auch zu kommentieren, Fragen zu stellen, zu bewerten. Man kann da direkt mit den Projektleiterinnen und Leitern in Kontakt treten. Von der Ökologie hin zu der Sprachwissenschaft, Projekt Deutsch in Österreich. Wir schauen mit den Validitätskriterien im Katalog wirklich darauf, dass die Wissenschaftlichkeit gewährt wird, jeder Text, der veröffentlicht wird, begutachtet wird von der Community und nicht einfach nur online gestellt wird. Du, Florian, jetzt haben wir 9 Projekte auf unserer Plattform Österreich forscht. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle in Österreich. Um zu geben, na okay, jetzt habe ich mehr dazugelernt, jetzt habe ich eine andere Sicht auf diese Dinge. Nein, wir haben bei weitem nicht alle. Mut Talks. Powered by die Mut.